Kürzlich feierten die Astronomen einen sehr wichtigen Jahrestag, den des James-Webb-Teleskops. Ein Geburtstag, der gefeiert werden sollte, denn es ist kein Teleskop wie jedes andere. Das James-Webb-Teleskop wurde von der NASA unter Beteiligung der Europäischen Weltraumorganisation und der Kanadischen Weltraumorganisation entwickelt und ist nichts weniger als das größte und teuerste Teleskop zum Zeitpunkt seines Starts. Der Start des James Webb erfolgte am 25. Dezember 2021. Innerhalb eines Monats erreichte das Teleskop seine Umlaufbahn in 1,5 Millionen Kilometer Entfernung von der Erde. Nach einem ersten Bild, das im Juli 2022 veröffentlicht wurde, enthüllte das James Webb Bilder, die allesamt beeindruckender waren als die anderen und den Astronomen schöne Entdeckungen ermöglichten. Liebe Reisende, herzlich willkommen! Heute begeben wir uns auf eine schwindelerregende Reise in den Weltraum, begleitet von den Entdeckungen dieses rekordverdächtigen Teleskops. Aber bevor Sie sich in ein neues Abenteuer stürzen, sollten Sie das Video liken und den Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Vielen Dank und eine gute Reise! Bevor du dich aufmachst, das Universum zu erforschen, musst du verstehen, was das James-Webb-Teleskop so besonders macht. Die Fertigstellung des Projekts dauerte über 30 Jahre. Richtig, die Arbeiten an dem Teleskop begannen im Jahr 1989. Und auch 2011, als der ursprüngliche Starttermin für 2013 angesetzt war, wurde alles fast abgebrochen. Aber warum haben die Wissenschaftler so lange gebraucht? Ganz einfach, weil die Konstruktion dieses Teleskops auf viele technologische Herausforderungen gestoßen ist, ganz zu schweigen von den pharaonischen Budgetüberschreitungen. Die Herstellungskosten, die im Jahr 2005 auf 3 Milliarden US-Dollar geschätzt wurden, beliefen sich schließlich auf 10 Milliarden Dollar. Zehntausende Menschen arbeiteten an dem Projekt, und einige Wissenschaftler widmeten sogar ihre gesamte Karriere der Konstruktion des James Webb. Das ist nicht wirklich überraschend, wenn du weißt, dass er mehr als 6 Tonnen wiegt und sein Hitzeschild die Größe eines Tennisplatzes hat. Zum Glück für die Wissenschaft und die Astronomie erblickte das Teleskop schließlich das Licht der Welt und wurde am 25. Dezember 2021 mit einer Ariane 5-Rakete von der Basis Kourou in Französisch-Guayana gestartet. Anschließend wurde es in eine Umlaufbahn um den Lagrange-Punkt, den sogenannten L2-Punkt, gebracht, der 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt auf der gegenüberliegenden Seite der Sonne liegt. Du wirst sehen, dass diese Positionierung entscheidend für das Überleben des Teleskops im Weltraum ist. Der Start des Teleskops war etwas heikel. Damit das Teleskop in den Bug der Ariane-Rakete passt, die einen Durchmesser von 5 Metern hat, musste es gefaltet werden, daher der Spitzname Origami-Teleskop. Der Hauptspiegel wurde in 3 große Teile geteilt und der Sonnenschutzschirm wurde gefaltet. Besonders anstrengend für die Wissenschaftler war, dass sich James Webb in einer Entfernung von 1,5 Millionen Kilometern von der Erde ohne jede Möglichkeit des Eingreifens selbst zusammenfalten musste. Dies war eine Premiere, denn sein Vorgänger Hubble hatte mehrere Weltraummissionen hinter sich, um repariert zu werden. Die Mission von James Webb wurde auf 5 Jahre festgelegt, aber seine Energiereserven werden es ihm ermöglichen, seine Position am L2-Punkt mindestens 10 Jahre lang zu halten. Wenn das Teleskop seine Mission beendet hat, wird es einige großartige Bilder geben. Das Interessante am James-Webb-Teleskop ist, dass es Bilder im Infrarotbereich machen kann. Die Infrarotstrahlung von Sternen, Planeten und Galaxien ist für das Verständnis des Weltraums von entscheidender Bedeutung, aber die Erdatmosphäre blockiert einen Teil dieser Strahlung.
Daher ist es nicht möglich, von der Erde aus im Infraroten zu beobachten. Das IRAS-Infrarotteleskop, das 1983 von der NASA in die Umlaufbahn gebracht wurde, war ein Pionier. Als die Wissenschaftler über die Konstruktion des James-Webb-Teleskops nachdachten, wollten sie natürlich ein leistungsfähiges Teleskop entwerfen, das für die Beobachtung im Infraroten optimiert ist. Der Start des James-Webb-Teleskops dient vielen Zwecken. Während seiner Mission wird sich das James-Webb-Teleskop auf die ersten Galaxien konzentrieren, die kurz nach dem Urknall entstanden sind, um ihre Vielfalt zu beobachten und ihre Entstehung zu verstehen. Es wird auch Exoplaneten und ihre Atmosphären untersuchen und nach Biosignaturen suchen, die auf außerirdisches Leben hinweisen könnten. Es wird auch das Schwarze Loch Sagittarius A im Zentrum der Milchstraße beobachten, um die von einer Reihe von Teleskopen erzeugten Bilder im Mai 2022 zu vervollständigen. Das James-Webb-Teleskop soll das Hubble-Teleskop ersetzen, das am 24. April 1990 gestartet wurde. Während Hubble sich hauptsächlich auf sichtbares Licht konzentriert, sollen die vier wissenschaftlichen Instrumente des James Webb vor allem infrarotes Licht erfassen. Am 3. März 2016 wurde ein Hubble-Bild veröffentlicht, auf dem die 13,4 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernte Galaxie GNZ11 zu sehen ist. Die am weitesten entfernte Galaxie, die jemals beobachtet wurde. Wir können jedoch nur einen unförmigen roten Fleck sehen, denn je weiter eine Galaxie entfernt ist, desto roter erscheint sie in unseren Teleskopen. Das ist das Phänomen der Rotverschiebung. Das Universum dehnt sich aus, die Lichtwellen werden gedehnt. Je näher ein Objekt an uns ist, desto mehr werden die Lichtwellen gestaucht. Es erscheint daher bläulich, weil die kurzen Lichtwellen blau sind. Umgekehrt dehnen sich die Lichtwellen umso mehr aus, je weiter ein Objekt entfernt ist. Die längsten sichtbaren Wellenlängen sind rot. Die Instrumente an Bord von Hubble können einen Teil dieser Infrarotwellen unterscheiden, aber nicht weiter als 500 Millionen Jahre nach dem Urknall. James Webb wurde daher entwickelt, um weiter in den Infrarotbereich und damit in die Vergangenheit zu sehen. Die Beobachtungen des James Webb konzentrieren sich auf das nahe und mittlere Infrarot. Anders als Hubble kann er weder das Ultraviolett noch das gesamte sichtbare Lichtspektrum beobachten. Er untersucht daher Wellenlängen von 0,6 bis 28 Mikrometern. Da es schwierig ist, das Licht sehr alter Galaxien zu erfassen, befindet sich der James-Webb-Satellit in einer Umlaufbahn, die 3000 Mal weiter entfernt ist als die von Hubble. Es befindet sich aus einem einfachen Grund in einer Umlaufbahn um den Lagrange-Punkt. Im Infraroten beobachten wir jedes Objekt, das Wärme abgibt, und wir wollen nicht, dass das James Webb seine eigene Strahlung oder die von der Erde, der Sonne oder sogar dem Mond abgestrahlte Wärmeenergie einfängt. Die Seite des Teleskops, die der Erde und der Sonne zugewandt ist, könnte ohne die Sonnenblende bis zu 110 Grad Celsius heiß werden. Dieser sowie die Positionierung des Teleskops in der Umlaufbahn ermöglichen es jedoch, eine Temperatur von etwa minus 240 Grad Celsius zu halten. Wäre der Sonnenschutzschild ein Sonnenschutzmittel, hätte er einen Schutzfaktor von 10 Millionen. Aber was wollen wir im Infraroten beobachten? Die Astronomen hoffen vor allem, ihr Wissen über den Weltraum zu verbessern. Den Entstehungsprozess der ersten Sterne und der ersten Galaxien nach dem Urknall, die Prozesse, die die Entwicklung von Galaxien bestimmen, die Entstehung und Zusammensetzung von supermassiven schwarzen Löchern,
die Zusammensetzung der Atmosphäre von Exoplaneten. Es muss gesagt werden, dass die Astronomen große Anstrengungen unternommen haben, um die Mechanismen des Universums zu verstehen. Der James Webb an sich ist schon eine echte technische Meisterleistung. Er ist mit einem riesigen Spiegel mit einem Durchmesser von 6,5 Metern ausgestattet, der das empfangene Licht bündelt, sowie mit drei Bildgebern und einem Spektrographen, um es zu erfassen und zu analysieren. Diese Messinstrumente, für deren Betrieb eine niedrige Umgebungstemperatur erforderlich ist, werden durch eine riesige Sonnenblende von der Größe eines Tennisplatzes geschützt. Das Teleskop bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 1 Kilometer pro Sekunde um den Lagrange-Punkt und umrundet ihn in 6 Monaten. Es begleitet auch die Erde bei ihrer Bewegung um die Sonne und umrundet sie somit in 365 Tagen. Etwas mehr als ein Jahr nach seinem Start hat das James-Webb-Teleskop bereits alle Erwartungen übertroffen. Es hat noch nie dagewesene Bilder von Nebeln, die zum ersten Mal in dieser Qualität sichtbar waren, von sehr weit entfernten Galaxien und Sternen geliefert. Es lieferte auch noch nie dagewesene Bilder von Planeten in unserem Sonnensystem, wie Jupiter und Neptun, die noch nie mit solcher Präzision fotografiert wurden. Die Astronomen sind angenehm überrascht. Die James-Webb-Sonde hatte keine technischen Probleme und ihre Instrumente sind sogar noch leistungsfähiger, als wir gehofft hatten. Die Bilder, die Sie gleich sehen werden und die von der James-Webb produziert wurden, sind normalerweise für das bloße Auge unsichtbar, da wir im Infrarotbereich nicht sehen können. Diese Bilder wurden von Astronomen eingefärbt, damit sie von der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen werden können. Du bist sicher neugierig, sie zu entdecken. Also, los geht's! Das erste Bild des James-Webb-Teleskops wurde am 12. Juli 2022 enthüllt. Es ist eine Aufnahme des Galaxienhaufens SMACS 0723, wie er vor 4,6 Milliarden Jahren aussah. Dieses von der NASA als das bisher tiefste und schärfste Infrarotbild des fernen Universums beschriebene Bild ist historisch. Dennoch ist es nicht wirklich das tiefste Bild aller Zeiten, da der Planck-Satellit 2013 den kosmischen Mikrowellenhintergrund, die ältesten Photonen im Universum, fotografiert hat. Um auf das erste James-Webb-Bild zurückzukommen, SMACS 0723 ist ein kompakter Galaxienhaufen, der mehr als 4 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Die fotografierte Fläche ist nicht größer als ein Sandkorn. Erstaunlich, nicht wahr? Dieses Bild beeindruckt nicht nur durch seine Präzision. Es sind 19 Galaxien anstelle der von Hubble beobachteten 5 zu sehen, sondern auch durch einen von Albert Einstein beschriebenen Effekt der allgemeinen Relativitätstheorie, die Gravitationslinse. Der Gravitationslinseneffekt ist die Ablenkung des Lichts durch eine Masse, Planet, Galaxie oder Galaxienhaufen. Konkret bedeutet dies, dass die Gravitationslinse, wenn sich ein sehr massereicher Himmelskörper zwischen einem Beobachter und einer weit entfernten Lichtquelle befindet, die Lichtstrahlen ablenkt, die in seiner Nähe vorbeigehen und die Bilder, die der Beobachter empfängt, verzerrt. Aufgrund des Linseneffekts sind 14 der 19 Galaxien auf dem Bild dreifach, 2 vierfach und eine von ihnen sogar fünffach abgebildet. Da dieses erste James-Webb-Bild schärfer und detaillierter ist als alle von Hubble gelieferten Bilder, kann es Wissenschaftlern helfen, das Alter und die Masse von Sternhaufen in fernen Galaxien zu messen, um genauere Modelle der Galaxien zu erstellen, die im kosmischen Frühling existierten, das heißt in der fernen Vergangenheit, als Galaxien aktiv waren, miteinander wechselwirkten und verschmolzen und sich noch nicht zu größeren Spiralen ausdehnten.
Nach diesem ersten Deep Field-Bild machte das Teleskop weiterhin neue Entdeckungen. Eine der wichtigsten Entdeckungen von James Webb betrifft den Exoplaneten WASP-39b. Diese Daten, die das Teleskop von diesem Planeten übermittelt hat, zeigen das Vorhandensein von CO2 in seiner Atmosphäre. Dies ist nicht nur die bisher detaillierteste Analyse der Atmosphäre eines Exoplaneten, sondern auch das erste Mal, dass CO2 nachgewiesen wurde. Der 700 Lichtjahre entfernte Planet WASP-39b im Sternbild Jungfrau ist ein heißer Gasriese, der ein wenig wie Saturn aussieht und ein Viertel der Masse des Jupiters hat. Er kreist sogar näher an seiner Sonne als Merkur an unserer. Wenn der Exoplanet vor seiner Sonne vorbeizieht, dringt das Licht des Sterns durch seine Atmosphäre, was den Wissenschaftlern ermöglicht, sein Spektrum und damit seine chemische Zusammensetzung zu untersuchen. So wurde Kohlendioxid identifiziert, eine Premiere außerhalb des Sonnensystems. Aber wenn dieses Molekül mit Leben in Verbindung gebracht wird, ist es offensichtlich, dass WASP-39b unbewohnbar ist. Es handelt sich um einen Gasplaneten mit einer Temperatur von über 870 Grad Celsius. Diese Entdeckung ist deshalb für die Astronomen so aufregend, weil sie uns zeigt, dass es möglich ist, CO2 auf anderen Planeten als denen unseres Sonnensystems nachzuweisen, insbesondere auf felsigen Exoplaneten, deren Eigenschaften eher denen der Erde ähneln würden. James Webb hat nicht nur CO2 in der Atmosphäre von WASP-39b nachgewiesen, sondern auch Schwefeldioxid SO2. Es ist wiederum der erste Exoplanet, auf dem dieses Molekül nachgewiesen wurde. Damit schlägt WASP-39b eindeutig alle Rekorde. Das SO2 entstammt einer chemischen Reaktion, die durch die vom Stern ausgesandten energiereichen Photonen hervorgerufen wird, also einem Phänomen der Photochemie wie auf der Erde. Zur Erinnerung, die Photochemie ist an der Photosynthese beteiligt. James Webb konnte noch weitere Besonderheiten dieses Exoplaneten feststellen. Die Wolken seiner Atmosphäre sind eher bruchstückhaft als gleichmäßig verteilt und die Atmosphäre enthält weder Methan noch Wasserstoff. Sie enthält jedoch Natrium und Kalium sowie Wasserdampf. All diese Beobachtungen sind entscheidend für ein besseres Verständnis der Chemie, die die Atmosphäre von Exoplaneten bestimmt. Die Astronomen hoffen, durch ein besseres Verständnis der atmosphärischen Entwicklung von Exoplaneten Modelle für die Entstehung und Entwicklung dieser Sterne erstellen zu können. Bei WASP-39b konnten die Wissenschaftler seine Entstehung anhand der von der James-Webb-Sonde übermittelten Daten nachvollziehen. Er wäre durch die Kollision von sehr kleinen Gesteinskörpern entstanden, die sich zu einem Exoplaneten zusammenschlossen. Während seiner Entwicklung hätte sich der Planet dann seiner Sonne genähert. Am 12. Juli 2022 übermittelte das James-Webb-Teleskop auch ein Bild des Carina-Nebels. Auf dem kolorierten Foto sieht er aus wie eine Landschaft mit Bergen und Tälern, die mit funkelnden Sternen gesprenkelt sind. In Wirklichkeit handelt es sich um ein junges Sternentstehungsgebiet im Carina-Nebel, der den Namen NGC 3324 erhalten hat. Dieser Nebel wurde bereits von Hubble fotografiert, aber die Bilder waren weit weniger präzise. Ein Nebel ist eine interstellare Wolke aus Gas und Staub. Nebel sind hell, entweder weil sie das Licht des Gases, aus dem sie bestehen, ausstrahlen, dies wird als Emissionsnebel bezeichnet, oder weil sie das Licht von Sternen reflektieren, dies wird als Reflektionsnebel bezeichnet. Es gibt aber auch Dunkelnebel, die nicht beleuchtet sind. Bis in die 1920er Jahre wurde der Begriff Nebel für alle Himmelsobjekte mit diffusem Aussehen verwendet. Die Wissenschaftler erkannten jedoch, dass einige Objekte nur aufgrund der verwendeten Beobachtungsinstrumente ein diffuses Aussehen hatten.
Seitdem bezeichnet der Begriff Nebel Regionen des interstellaren Mediums, die besonders reich an Gas oder interstellarem Staub sind. Nebel entstehen nach der Explosion einer Supernova, die Trümmer in das Universum schleudert. Diese Trümmer bilden eine Wolke aus Gas und Staub, den Nebel. Der Carina-Nebel befindet sich in 7600 Lichtjahren Entfernung von der Erde. Er kann am Himmel der südlichen Hemisphäre beobachtet werden. Er gilt als eine Art Kinderstube der Sterne. In diesem Nebel werden ständig Sterne geboren und sterben. Kürzlich gab die NASA bekannt, dass sie in dem von der James-Webb-Sonde erzeugten Bild einen vergrabenen Schatz entdeckt hat. Besonders junge Sterne, deren Analyse den Astronomen helfen könnte, die Prozesse zu verstehen, die zur Entstehung eines Sterns wie der Sonne führen. Denn die Präzision des Fotos erlaubt es uns, sogar die Staubscheiben zu sehen, die dem Erscheinen eines Sterns vorausgehen. Nebel begünstigen die Entstehung von Sternen. Unter dem Einfluss der Schwerkraft kommen Gas und Staub zusammen und bilden eine Kugel. Die Gase in dieser Kugel rotieren sehr schnell und erhöhen die Hitze. Dann kommt es zu einer Kernreaktion. Die Gaskugel verwandelt sich in einen Stern. Am 12. September 2022 enthüllte das James-Webb-Teleskop ein Bild des Orion-Nebels, des uns am nächsten gelegenen Nebels, auch Messier 42 oder M42 genannt. Der Orion-Nebel befindet sich in der Milchstraße etwa 1350 Lichtjahre von der Erde entfernt und kann von der Erde aus mit einem Teleskop oder Refraktor beobachtet werden. Den Trapezhaufen, den hellsten Teil des Nebels, kann man sogar mit einem Fernglas beobachten. Auf dem Foto, das mit dem James-Webb-Kolorimeter aufgenommen wurde, kann man den Orion-Balken, eine Wand aus Gas und Staub, die sich im Inneren des Nebels befindet, sehr genau beobachten. Die beiden hellsten Sterne auf dem Foto, direkt vor dem Orion-Balken, gehören zum Trapezium-Sternhaufen. Diese Sterne wurden vor 300.000 Jahren im Orionnebel geboren. Sie sind heiß und massereich und ihre intensive ultraviolette Strahlung stört und formt die gesamte umgebende Landschaft, wobei sie den Orionbalken langsam erodieren und die weniger dichten Filamente wegfegen. Auf den Bildern, die Hubble vor dem James Webb aufgenommen hat, konnten wir weniger deutlich sehen, dass die hellsten Sterne des Trapeziumhaufens sogar eine riesige Höhle in den Nebel gegraben haben. Der James Webb ermöglicht präzisere Bilder, da er durch die Beobachtung von Infrarotlicht durch die Staubschichten hindurchsehen kann, die den Nebel verdecken. Das Bild zeigt auch den Kokon eines Sterns mit einer protoplanetaren Scheibe, die 40 Mal so groß ist wie der Abstand zwischen Erde und Sonne. Dies sind ähnliche Bedingungen wie bei der Entstehung unserer Sonne und ihrer Planeten vor 4,5 Milliarden Jahren. Das Bild des Orionnebels wäre, wie das des Carina-Nebels, sehr wichtig für das Verständnis der Entstehung unseres Sonnensystems. Vor allem, weil nach Angaben der Forscher, als das Universum halb so alt war wie heute, die zahlreichsten Galaxien die Starburst-Galaxien waren, die ähnliche Nebel wie den Orion-Nebel enthielten. Ein weiteres Nebelbild wurde von der NASA am 6. September 2022 veröffentlicht. Eine Aufnahme des Tarantel-Nebels, auch bekannt als 30 Dorados, der sich 161.000 Lichtjahre von der Erde entfernt in der Zwerggalaxie Große Magellanische Wolke befindet. Der Tarantelnebel ist das größte und leuchtkräftigste Sternentstehungsgebiet in der gesamten Galaxiengruppe unweit der Milchstraße und beherbergt die heißesten und massereichsten bekannten Sterne. In dieser Region des Universums werden Sterne in einem schwindelerregenden Tempo geboren. Der Tarantelnebel ist für die Astronomen besonders interessant.
Seine chemische Zusammensetzung ähnelt der gigantischen Sternentstehungsgebiete, die beobachtet werden konnten, als der Kosmos nur wenige Milliarden Jahre alt war, auf dem Höhepunkt der Sternentstehung. Das von der James-Webb-Sonde aufgenommene Bild zeigt dank des NIRCam-Instruments, der Nahinfrarotkamera, Tausende von jungen Sternen, die nie zuvor gesehen wurden. Zwar hatte Hubble bereits Bilder von diesem Nebel gemacht, aber diese von Staub umhüllten Sterne konnten nicht beobachtet werden. In der Mitte des Bildes siehst du den Hohlraum des Nebels und einen Haufen massereicher junger Sterne, die blau flackern. Der Hohlraum wird durch den Atem dieser Sterne gebildet, die voller Energie sind und daher das Material, in dem sie vor mehreren 10.000 Jahren geboren wurden, zurückstoßen. Um den Haufen junger Sterne herum verbergen sich in den dichtesten Bereichen des Staubs Protosterne in der Entstehung. Wie die Bilder des Carina-Nebels und des Orion-Nebels soll auch dieses Bild den Astronomen helfen, die Prozesse der Sternentstehung besser zu verstehen. Wir haben noch ein letztes Bild eines Nebels zu beobachten. Diesmal handelt es sich um den planetarischen Nebel Thousand Ring, auch NGC 3132 oder Caldwell 74 genannt, der am 12. Juli 2022 veröffentlicht wurde. Planetarische Nebel werden so genannt, weil Astronomen sie einst für Planeten hielten. Es handelt sich um große Gaswolken, die von Riesensternen am Ende ihres Lebens erzeugt werden, die instabil werden und beginnen, ihre oberen Schichten abzustoßen. Planetarische Nebel lösen sich innerhalb von 50.000 Jahren oder manchmal auch weniger auf. Das ist eine relativ kurze Zeit, wenn man bedenkt, dass Zwergsterne wie die Sonne eine durchschnittliche Lebenserwartung von 10 Milliarden Jahren haben. Die Wahrscheinlichkeit, planetarische Nebel zu beobachten, scheint sehr gering zu sein, aber in Wirklichkeit ist sie gar nicht so gering, denn allein in unserer Galaxie gibt es zwischen 200 und 400 Milliarden Sterne. Wir kennen daher mehr als 1500 planetarische Nebel. Der planetarische Nebel des südlichen Rings befindet sich in etwa 2500 Lichtjahren Entfernung von der Erde im Sternbild der Schleier. Dank der unglaublichen Präzision der James-Webb-Aufnahmen konnten die Wissenschaftler feststellen, dass dieser planetarische Nebel nicht von einem einzelnen sterbenden Stern stammt, sondern von zwei. Ja, der betreffende Stern ist Teil eines Doppelsternsystems. Da der zweite Stern heller ist als der sterbende Stern im Herzen des Nebels, der zu einem weißen Zwerg geworden ist, ist es der zweite Stern, der das Aussehen des Nebels beeinflusst, indem er das Gas und den Staub zu asymmetrischen Mustern formt. Der zweite Stern ist ebenfalls von Staub umgeben, so dass er beim Sterben ebenfalls einen planetarischen Nebel bilden wird. Die Wissenschaftler erwarten mit Spannung die Bilder des James Webb, die einen Nebel im Nebel zeigen. Leider könnte dieser Stern noch ein paar Millionen Jahre leben. Wir werden also höchstwahrscheinlich nie die Gelegenheit haben, dieses Phänomen zu sehen. In der Zwischenzeit können wir uns an dem Bild von NIRCam nicht satt sehen, das beeindruckende Landschaften zeigt. Bögen aus Materie, Staubschleier, Tentakel, die von den sich bildenden Sternen ausgehen. Das James-Webb-Teleskop wurde entwickelt, um die Forschung in mehreren Bereichen voranzutreiben. Es wird den Wissenschaftlern helfen, die Geburt von Sternen und die Mechanismen bei der Entstehung und Entwicklung von Exoplaneten besser zu verstehen. Aber nicht nur das. Eine der Hauptaufgaben des James-Webb-Teleskops besteht darin, das Licht der ersten Galaxien aufzuspüren, die kurz nach dem Urknall entstanden sind. Durch die Beobachtung der ersten Galaxien hoffen die Astronomen, mehr über die Entstehung und Entwicklung von Galaxien, aber auch über das Universum als Ganzes zu erfahren. Diese Mission konnte von Hubble nicht durchgeführt werden.
Da James Webb im nahen und mittleren Infrarot sieht, kann es nicht nur weiter in die Vergangenheit zurückgehen und die ersten Galaxien in ihrer Entstehung beobachten, sondern auch Galaxien und andere Objekte untersuchen, die Hubble hinter dicken Staubwolken verborgen erschienen. Zur Durchführung dieser Mission wurde der James Webb mit 4 wissenschaftlichen Instrumenten ausgestattet. 3 davon können im nahen Infrarot sehen: NIRCam, NIRSpec-Spektrograph und NIRIS-Spektro-Imager. Und eines im mittleren Infrarot, MIRI-Spektro-Imager. MIRI ist eine Ergänzung zu den anderen Instrumenten und hat sich als äußerst wichtig erwiesen. Und doch wurde dieses Instrument fast nie gebaut. Ja, zu Beginn des James-Webb-Projekts, um die Jahrtausendwende, konnten wir uns nicht vorstellen, dass ein solches Instrument möglich sein könnte. Zu dieser Zeit war nur das nahe Infrarot bekannt. Aber warum ist es für die Astronomen so wichtig, die ältesten Galaxien zu finden? Weil sie Aufschluss über die kosmische Morgendämmerung geben könnten, jene sehr ferne Periode des frühen Universums, als der Kosmos mit den ersten Sternen aus der Dunkelheit auftauchte. Der Urknall muss vor etwa 13,7 Milliarden Jahren stattgefunden haben. Ihm folgte eine lange Phase der Finsternis, in der sich das Universum abkühlte. Dann, etwa 100 Millionen Jahre später, hätte sich die Materie unter dem Einfluss der Gravitation an einigen Stellen verdichtet und die ersten Sterne gebildet, aus denen wiederum die ersten Galaxien entstanden. Ja, aber wie? Welche sind die physikalischen Prozesse, die dieser Entwicklung unseres Universums zugrunde liegen? Das sind die Fragen, die sich die Astronomen stellen und auf die sie gerne eine Antwort hätten, um den Ursprung unserer Welt besser zu verstehen. Die von James Webb gelieferten Bilder und Daten haben die Astronomen nicht enttäuscht. Mehr noch, diese Beobachtungen haben alles in Frage gestellt, was sie über die allerersten Galaxien dachten. Schon jetzt deuten die Informationen aus den James-Webb-Daten darauf hin, dass die allerersten Galaxien früher als erwartet entstanden sind. Außerdem erscheinen die Galaxien im Vergleich zu den Vorstellungen der Astronomen besonders zahlreich und leuchtend. Ja, die Modelle der Astronomen hatten nicht vorhergesehen, dass die Galaxien so hell sind, so früh in der Geschichte des Universums, und vor allem, dass sie so zahlreich sind. Nach den Modellen hätte man einen viel größeren Raum absuchen müssen, um so viele Galaxien mit der Leuchtkraft und der Masse der von James Webb gefundenen zu finden. Die Astronomen hatten schon immer eine sehr chaotische Vorstellung vom frühen Universum. Die Beobachtungen der James-Webb-Sonde zeigen jedoch, dass die ersten Galaxien sehr geordnet und ruhig sind. Beobachtungen, die das derzeitige Verständnis der Entstehung von Galaxien in Frage stellen. Das derzeitige Modell unterscheidet sich geringfügig von den James-Webb-Beobachtungen. Astronomen glauben, dass sich am Ursprung der Galaxien Halos aus dunkler Materie gebildet haben. Diese Halos akkretieren normale Materie, das heißt Wasserstoffgas, das sich verdichtet und die erste Generation von Sternen und Galaxien bildet. Aber ein solches Modell kann nicht erklären, dass sich so viele Galaxien bilden können und das so schnell. Unter den alten Galaxien, die von James Webb beobachtet wurden, erschienen mehrere Galaxien besonders hell. Sie sind die ältesten, die bereits beobachtet wurden, da sie bereits 450 und 350 Millionen Jahre nach dem Urknall vorhanden waren. JADES GS Z13-0, die mehr als 33 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist, wäre die älteste Galaxie, da sie etwas mehr als 200 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden wäre. Damit würde sie den Rekord der ältesten Galaxie brechen, der
der seit vielen Jahren von GNZ-11 gehalten wird, die 400 Millionen Jahre nach dem Urknall entstand. Aber wie kann JADIS so weit entfernt sein, wenn das Universum erst 13,8 Milliarden Jahre alt ist? Mit einer Lichtlaufzeit von 13,6 Milliarden Jahren sehen wir die Galaxie so, wie sie vor 200 Millionen Jahren nach dem Urknall war. Aufgrund der Ausdehnung des Universums beträgt ihre tatsächliche Entfernung jedoch 33,6 Milliarden Lichtjahre. Mit Expansion meinen wir Dilatation. Diese Ausdehnung des Universums ist so groß, dass die Geschwindigkeit, mit der sich der Raum ausdehnt, größer ist als die des Lichts. Das bedeutet, dass JADIS eines Tages unser beobachtbares Universum verlassen wird. Die anderen beobachteten primitiven Galaxien hätten sich innerhalb von 100 Millionen Jahren nach der ersten Galaxie gebildet. Diese Galaxien, die kleiner sind als die Milchstraße, verwandeln Gas sehr schnell in Sterne. Es ist ein großes Rätsel für die Astronomen. Wie konnten diese uralten, scheinbar massereichen Galaxien so viele Sterne in so kurzer Zeit bilden? Nach den derzeitigen Modellen sollten sie sich nur 100 Millionen Jahre nach dem Urknall gebildet haben. Oder vielleicht beherbergen diese Galaxien sogenannte Population 3 Sterne, die sich von den Sternen unterscheiden, die du von der Erde aus kennst und beobachtest. Diese allerersten Sterne bleiben theoretisch, sie sind nie beobachtet worden. Eine weitere Überraschung, die die James-Webb-Sonde zutage förderte: Bei den alten Galaxien handelt es sich nicht um unregelmäßig geformte Galaxien, wie es die Hubble-Bilder vermuten ließen, sondern um prächtige Spiralgalaxien, wie unsere eigene. Die Astronomen sehen darin eine Chance, die Entstehung von Sternen besser zu verstehen. Dass diese Galaxien noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen, bestätigten die NIRS-Beck-Messungen, die zeigen, dass die von James Webb beobachteten primitiven Galaxien 100 Mal weniger Metalle enthalten als die Milchstraße. Diese Metalle werden jedoch von den Sternen geschmiedet. An der Spitze der am weitesten entfernten beobachteten Galaxien steht GLASS-Z13, die im Juli 2022 vom James-Webb-Teleskop entdeckt wurde. Die Messung der Rotverschiebung von GLASS-Z13 ergab, dass sie sich zwischen 13,4 und 13,5 Milliarden Lichtjahren von der Erde entfernt befindet. Das heißt, wenn du sie von der Erde aus beobachtest, siehst du diese Galaxie so, wie sie vor etwa 300 bis 400 Millionen Jahren nach dem Urknall war. Wir warten jedoch noch auf die Bestätigung ihrer Rotverschiebung durch Spektroskopie. Wenn sie stimmt, ist diese Galaxie noch weiter entfernt als erwartet. GLASS-Z13 ist eine Protogalaxie. Das heißt, sie zeichnet sich durch eine sehr starke Sternbildung aus. Sie ist klein und relativ massearm mit einer Größe von etwa 3260 Lichtjahren und einer Masse von etwa 1 Milliarde Sonnenmassen. GLASS-Z13 wurde mit dem NIRCam-Instrument von James Webb beobachtet. Das Teleskop war in der Lage, ihn durch das Deep Field zu entdecken, ein breiteres Bild, das mit einer langen Belichtungszeit aufgenommen wurde, um das schwächste Glühen zu erfassen. Das Bild wurde so übersetzt, dass das menschliche Auge sehen kann, was das Teleskop gesehen hat. Auf das sichtbare Spektrum übertragen können wir eine rote, kreisförmige Form mit einem weißen Zentrum erkennen, die ziemlich verschwommen ist. Es ist noch nicht möglich zu sagen, wann GLASS-Z13 entstanden ist. Die Astronomen verstehen nicht, wie eine so massive Galaxie so kurz nach dem Urknall entstehen konnte. Zu den Mitgliedern des Teams, das GLASS-Z13 entdeckt hat, gehört Peter van Dokkum, der sich mit dem Rätsel der ultradiffusen Galaxien beschäftigt hat.
Für Astronomen ist die Entstehung von ultradiffusen Galaxien nach wie vor ein Rätsel. Die Existenz dieser Sterne stellt die Theorie in Frage, nach der Galaxien aus dunkler Materie entstehen, wie sie insbesondere der Physik-Nobelpreisträger James Peebles aufgestellt hat. Laut Peter van Dokkum war das Universum zum Zeitpunkt der Beobachtung von GLASS-Z13 nur 2,5% seines heutigen Alters. Bis zur Bestätigung der Arbeit vermuten die Astronomen, dass die Bildung massereicher Galaxien viel früher begonnen haben könnte als bisher angenommen. Apropos Galaxien: Das James-Webb-Teleskop hat die Beobachtung einer besonders beeindruckenden Galaxie ermöglicht, nämlich der Galaxie M74 oder Messier 74, die den Spitznamen Geistergalaxie trägt. Warum dieser Spitzname? Aufgrund ihrer geringen Oberflächenhelligkeit ist sie schwer zu erkennen. M74 ist eine Spiralgalaxie von großer Gestalt, die 32 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Fische liegt. Das bedeutet, dass sie im Gegensatz zu anderen Spiralgalaxien mit unregelmäßiger Struktur ausgeprägte und gut definierte Spiralarme besitzt. Sie wurde nicht von James Webb, sondern von dem französischen Astronomen Pierre Méchain im Jahr 1780 entdeckt und später von Charles Messier beobachtet, daher ihr Name. Hubble hatte es bereits gewagt, diese Galaxie zu fotografieren, aber die Bilder waren nicht sehr klar. Die Bilder von James Webb, die am 30. August 2022 veröffentlicht und von der Amateurastronomin Judy Schmidt, die sich mit dem größten Planeten unseres Sonnensystems, dem Jupiter, beschäftigt hat, neu zusammengesetzt wurden, sind genauer. James Webb war in der Lage, die Interferenz von Gas und Staub zu durchdringen und überraschend klare Bilder vom Kern der Galaxien zu erzeugen. Diese Bilder enthüllten einige erstaunliche Dinge. Insbesondere können wir sehen, dass sich die Spiralarme von M74, die Gas- und Staubfäden beherbergen, vom Zentrum der Galaxie aus nach außen winden. In der zentralen Region fehlt es an Gas. Die besonders hellen Regionen sind Sternentstehungsgebiete, sogenannte H2-Regionen. Dabei handelt es sich um riesige Wasserstoffgaswolken, die durch die ultraviolette Strahlung der darin eingebetteten jungen heißen Sterne hell werden. In einem einzigen Bild kann eine Vielzahl von Merkmalen beobachtet werden. Die ältesten Sterne sind die roten im Zentrum, die jüngsten Sterne sind die blauen in den Spiralarmen und die Sterne in der Entstehung sind die roten Blasen der H2-Regionen. Beeindruckend! Dies dürfte den Astronomen einen großen Schub in ihrem Bestreben geben, zu verstehen, wie Sterne und Galaxien entstehen. James Webb lieferte auch beeindruckende Bilder einer Galaxie, die bereits bekannt war, aber noch nie so klar und präzise beobachtet wurde: die Chariot Wheel Galaxy. Diese Galaxie befindet sich in 500 Millionen Lichtjahren Entfernung im Sternbild des Bildhauers auf der Südhalbkugel und trägt ihren Namen, weil sie die Form eines Rades hat. Das zusammengesetzte Bild, das die Beobachtungen der James-Webb-Instrumente MIRI und NIRCam kombiniert, ermöglicht ein besseres Verständnis der Entstehung dieser Galaxie und eine Vorhersage ihrer zukünftigen Entwicklung. Nach Ansicht der Astronomen begann die Galaxie als Spiralgalaxie, wie die Milchstraße, und kollidierte dann mit hoher Geschwindigkeit mit einer anderen, kleineren Galaxie, wodurch sie ihre seltsame Form erhielt. Die Kollision hätte vor etwa 400 Millionen Jahren stattgefunden. Im Zentrum der Kollision bildeten sich zwei Ringe, die ein wenig an die Wellen in konzentrischen Kreisen erinnern, die ein Kieselstein beim Fallen ins Wasser verursacht hätte. Der erste Ring in der Mitte ist sehr hell und zeigt kochende Sternhaufen, die auf den Hubble-Bildern durch Gas- und Staubwolken verdeckt waren.
Der zweite Ring an der Außenseite dehnt sich seit 440 Millionen Jahren aus. Durch die Kollision mit dem Gas um seine Ausdehnung herum, die eine heftige Kompression der Materie bewirkt, löst der Ring die Sternbildung aus. Die unglaubliche Präzision der Bilder von James Webb ermöglicht es uns auch, die Details anderer Galaxien im Hintergrund zu erkennen, die über Milliarden von Lichtjahren verstreut sind. Einer der ersten Bilder des James-Webb-Teleskops, das veröffentlicht wird, ist das des Stephens Quintets, einer Gruppe von 5 Galaxien im Sternbild Pegasus, die 1877 mit dem Teleskop des Marseille-Observatoriums entdeckt wurde. In dieser Galaxiengruppe sind nur 4 der 5 Galaxien gravitativ miteinander verbunden. Die 5. und hellste Galaxie, NGC 7320, scheint den anderen nur deshalb so nahe zu sein, weil sie von unserem Beobachtungspunkt aus im Vordergrund der anderen 4 Galaxien erscheint. In Wirklichkeit ist sie 40 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt, während die anderen 4, NGC 7317, NGC 7318a, NGC 7318b und NGC 7319 290 Millionen Lichtjahre entfernt sind. Das Bild, das Sie vor sich haben, wurde durch das Zusammenfügen von 1000 verschiedenen Grafikdateien erstellt. Es ist das bisher detaillierteste Bild von Stephens Quintet. Von den 4 dazugehörigen Galaxien des Stephens Quintets ist NGC 7319 von besonderem Interesse für die Astronomen. Diese Galaxie beherbergt einen aktiven galaktischen Kern mit einer Leuchtkraft, die dem 40-Milliardenfachen der Sonne entspricht. Diese Energie stammt von einem supermassiven schwarzen Loch mit einer Masse von 24 Millionen Sonnenmassen. Zum Vergleich, das schwarze Loch SRGA in unserer Galaxie, der Milchstraße, hat eine Masse von etwas mehr als 4 Millionen Sonnenmassen. Mit dem mittelauflösenden Spektrometer des James-Webb-Instruments MIRI konnten wir Messungen des Gases in der Nähe des zentralen schwarzen Lochs von NGC 7319 durchführen. Durch die Messung der Spektren in der Nähe des schwarzen Lochs stellten wir fest, dass das Gas im Reservoir des schwarzen Lochs, das heißt in den Gasreserven am Rand der Akkretionsscheibe, kälter und dichter ist. Dort finden wir große Mengen an molekularem Wasserstoff und Silikatstaub, der das Licht der zentralen Regionen der Galaxie absorbiert. Diese Silikatstäube haben eine ähnliche Zusammensetzung wie Strandsand, allerdings sind ihre Körner viel kleiner als Sandkörner. In der Nähe des Schwarzen Lochs sind die Gase heiß und ionisiert und enthalten Elemente wie Eisen, Argon, Neon, Schwefel und Sauerstoff. Interessante Informationen für Astronomen, die durch die Analyse dieser Daten in der Lage sein werden, die Eigenschaften und den Ursprung der Plasmaströme um das Schwarze Loch besser zu verstehen. Dank der Präzision der Bilder des Stephens Quintets hoffen die Astronomen, die Verschmelzung und die Wechselwirkungen zwischen Galaxien untersuchen zu können. Eines der Bilder, das die Öffentlichkeit am meisten beeindruckt hat, sind die Säulen der Schöpfung. Du kannst dir vorstellen, warum, wenn du dieses wunderschöne Bild mit seinen Blau-, Rot- und Grautönen siehst. Aber was sind die Säulen der Schöpfung? Die Säulen der Schöpfung wurden durch eine Hubble-Aufnahme von 1995 berühmt. Sie sind ein Sternentstehungsgebiet in etwa 6500 Lichtjahren Entfernung im Herzen des Adlernebels Messier 16. Der Adlernebel ist eines der produktivsten Sternentstehungsgebiete in der Milchstraße. Die Infrarotsicht von James Webb hat es uns wieder einmal ermöglicht, durch die Gas- und Staubwolken hindurchzusehen und ein Gebiet zu entdecken, das sehr dicht mit Sternen und Schleiern aus Gas und Staub bedeckt ist. Tatsächlich sehen wir auf dem James-Webb-Bild viel mehr Sterne als auf dem Hubble-Bild. Die Sterne,
die als rote Punkte erscheinen, sind Babysterne, die erst einige hunderttausend Jahre alt sind. Und die roten Streifen, die in den Gas- und Staubwolken zu sehen sind, sind entstehende Gasbälle, die später zu Sternen werden. Ein weiteres Bild, das vom MIRI-Instrument aufgenommen wurde, zeigt diese Säulen der Schöpfung, die manchmal auch Säulen der Zerstörung genannt werden, aus einer anderen Perspektive. Und warum? Weil die Form der gigantischen Staubsäulen auf die Erosion durch die kontinuierliche ultraviolette Strahlung der jungen, massereichen Sterne zurückzuführen ist. Diese Staubsäulen werden daher relativ schnell verschwinden. Auf dem vom MIRI-Instrument erzeugten Bild sehen wir weniger helle Sterne. Das Instrument ist nämlich nur für Wellenlängen zwischen 5,6 und 25,5 Mikrometern empfindlich und bei diesen Wellenlängen strahlen Sterne fast kein Licht ab. Das MIRI-Bild zeigt nur Gas und Staub sowie einige junge Sterne, die in einen Kokon aus Gas und Staub gehüllt sind. Wir sehen auch einige Sterne, die nicht mehr von diesem Kokon umhüllt sind und die auf dem Bild blau erscheinen. Diese genaueren Bilder der Säulen der Schöpfung werden es den Astronomen und Wissenschaftlern ermöglichen, ihre Modelle der Sternentstehung zu aktualisieren. Das James-Webb-Teleskop hat auch wunderschöne Bilder von Jupiter, seinen Monden, Ringen und Polarlichtern gemacht. Präzise Bilder, die den Astronomen helfen werden, diesen riesigen Planeten, der 2,5-mal so groß ist wie alle Planeten des Sonnensystems, noch besser zu verstehen. Dieses beeindruckende Bild wurde dank der Daten der James-Webb-Kamera für das nahe Infrarot NIRCam möglich gemacht. Die gesammelten Daten wurden angepasst, um klare Bilder, insbesondere für die Öffentlichkeit, zu erstellen. Die Bereiche, die in Rot erscheinen, entsprechen den längsten Wellenlängen, die blauen Bereiche den kürzesten. Die Nebel um den Nord- und Südpol des Jupiters wurden gelb und grün eingefärbt. Ein rötlicher Filter wurde angewendet, um die Polarlichter und das von den unteren Wolken des Jupiters reflektierte Licht sichtbar zu machen. Und ein blauer Filter stellt das von einer tieferen Hauptwolke reflektierte Licht dar. Jupiters Polarlichter bestehen aus geladenen Teilchen von der Sonne, die auf sein Magnetfeld reagieren. Mit anderen Worten, diese geladenen Teilchen treffen auf die Atome und Moleküle der Atmosphäre, die dann Licht in einer Reihe von Wellenlängen aussenden, die für sie spezifisch sind. Das Magnetfeld des Jupiters lenkt die geladenen Teilchen aus der Magnetosphäre in Richtung der Polarregionen. Jupiters Polarlichter sind permanent, im Gegensatz zu denen, die man an den Polen der Erde sehen kann. Die energiereichsten entstehen durch die Projektion von Materie vom Mond Io. Elektronen und Ionen aus Schwefel und Sauerstoff vom Mond werden vom Magnetfeld des Jupiters mitgerissen und beginnen sich mit der gleichen Geschwindigkeit wie der Planet zu drehen. Sie sammeln sich auf der Umlaufbahn von Io an, bevor sie langsam entweichen und eine Reihe von Wellen, elektrischen Strömen und magnetischen Wiederanschlüssen verursachen, die das Polarlicht erzeugen. Eine Studie von August 2021 hatte gezeigt, dass diese Polarlichter wie ein Heizkörper wirken, der den gesamten Planeten mit Wärme versorgt. Die Ringe des Jupiters sind auf dem Foto nur schwach zu erkennen. Nach Angaben der NASA sind sie 1 Million Mal weniger hell als der Planet. Du kannst auf dem Bild auch die Winde und Stürme auf der Oberfläche des Jupiters sehen. Der große rote Fleck, der auf dem Bild weiß erscheint, weil er eine große Menge Sonnenlicht reflektiert, ist in Wirklichkeit ein gewaltiger Sturm, der so groß ist, dass er die gesamte Erde einhüllen könnte. Ja, so beeindruckend er dir auch erscheinen mag, dieses gigantische Hochdruckgebiet in der Jupiteratmosphäre mit Windgeschwindigkeiten von 700 Kilometern pro Stunde ist 15.000 Kilometer breit und fast 12.000 Kilometer lang.
In der Vergangenheit waren seine Ausmaße noch viel größer. Der große rote Fleck wurde 1665 entdeckt. Er ist also über 350 Jahre alt. Seine Farbe war zunächst rot, bevor er im Laufe der Jahre einen bräunlicheren Farbton annahm. Du kannst auf dem Bild auch zwei der 79 Monde des Jupiters sehen: Amalthea und Adrastea. Sie sind sehr klein und sehr schwer zu erkennen. Immer noch in unserem Sonnensystem hat James Webb das atemberaubendste Bild der Ringe des Neptun seit 30 Jahren gemacht. Seit die Raumsonde Voyager 2 im August 1989 am Neptun vorbeiflog, haben wir kein so klares Bild der Neptunringe gesehen. Am 21. September 2022 wurden beeindruckende Bilder des Eisriesen veröffentlicht, die mit dem James-Webb-Teleskop aufgenommen wurden. Diese Bilder sind wegweisend, denn es ist das erste Mal, dass wir die Ringe des Neptun im Infrarot beobachten können. Und noch etwas dürfte dich auf diesen Bildern überraschen. Ja, Neptun erscheint nicht blau, sondern weißgrau. Neptun ist im sichtbaren Licht blau, weil seine Atmosphäre aus Methan besteht. Deshalb ist er auf den Hubble-Bildern auch blau. Das Bild, das das James-Webb-Teleskop im nahen Infrarot aufgenommen hat, ist dagegen weißgrau gefärbt. Abgesehen von den Ringen des Neptun und seiner faszinierenden Farbe, offenbart das Bild noch weitere Überraschungen. An einem der Pole des Neptuns sehen wir etwas, das die NASA als seltsames Licht bezeichnet. Das James-Webb-Teleskop hat auch 7 der 14 Monde des Neptun fotografiert, darunter Triton, den du auf dem Bild vielleicht für einen kleinen Stern gehalten hast. Ja, auch wenn es überraschend erscheint, der Mond Triton ist sogar größer als der Zwergplanet Pluto. Er ist daher auf dem Bild gut zu erkennen, zumal er aufgrund der Reflexion des Sonnenlichts auf seiner Oberfläche aus Stickstoffeis so hell wie Neptun erscheint. Denn Triton reflektiert 70% des Lichts, das von der Sonne auf ihn trifft. Auf den Bildern sind auch die Monde Galatea, Najat, Thalasso, Larissa, Proteus und Despina zu sehen. Die Astronomen haben diese Bilder mit Begeisterung aufgenommen. Neptun ist schwer abzubilden, weil er 30 Mal weiter von der Sonne entfernt ist als wir. Seine Umgebung ist daher recht dunkel. Außerdem wurde bisher nur eine einzige Weltraummission durchgeführt, um den 8. Planeten unseres Sonnensystems zu erforschen und zu verstehen. Die Mission der amerikanischen Sonde Voyager 2 im Jahr 1989. Diese Mission ermöglichte die Entdeckung der Ringe des Neptun. Es gibt jedoch noch viele Rätsel auf Neptun zu lösen, darunter der seltsame dunkle Fleck, den Hubble am 15. Dezember 2020 entdeckte und der ein Sturm sein könnte, der sich aber auf seltsame Weise entwickelt. Die Astronomen würden gerne auch mehr über Neptuns Monde wissen, die ein unvorhersehbares Verhalten zeigen. Insbesondere hat die NASA eine Studie über die kleinen Monde Najat und Thalassa veröffentlicht, die einander ständig ausweichen, was man als Tanz der Vermeidung bezeichnen kann. Die beiden Monde haben eine seltsame Umlaufbahn, insbesondere Najat, aber sie bleiben durch eine orbitale Resonanz miteinander verbunden. Vor allem aber möchten die Astronomen die Hypothese bestätigen, dass es im Herzen des Neptun Diamanten regnen könnte. Die nächsten Entdeckungen von James Webb sollten uns helfen, mehr zu erfahren. Mit den beeindruckenden Entdeckungen von James Webb geht es Schlag auf Schlag. Das Teleskop enthüllte am 2. September 2022 die ersten direkten Bilder eines Exoplaneten, der sich im mittleren Infrarot außerhalb unseres Sonnensystems befindet. Es handelt sich um den Exoplaneten HIP-65426b, einen Gasriesen, der kein Leben, wie wir es kennen, beherbergen könnte.
zumal die Temperatur seiner Atmosphäre auf 1400 Grad Celsius geschätzt wird. Im Moment wissen wir, dass er die 6- bis 12-fache Masse des Jupiters hat. Die Daten des Teleskops dürften den Astronomen helfen, diese Schätzung später zu verfeinern. Er wäre 15 bis 20 Millionen Jahre alt. Er ist also ziemlich jung, natürlich in der Größenordnung der Planeten. Zum Vergleich, die Erde ist 4,5 Milliarden Jahre alt. HIP 654-26b befindet sich in 90 astronomischen Einheiten Entfernung von seinem Stern. Die Aufnahmen von HIP 654-26b waren die ersten des Programms ERS 1387, das sich der direkten Beobachtung naher Planetensysteme widmet. In jüngster Zeit hat das James-Webb-Teleskop die Existenz eines felsigen Exoplaneten LHS 475b in 41 Lichtjahren Entfernung bestätigt. Dieser Exoplanet weist viele Ähnlichkeiten mit der Erde auf. Er könnte eine Atmosphäre besitzen und hat 99% des Erddurchmessers. Auch wenn seine Temperatur kaum wärmer ist als die der Erde, so ist er doch um einige hundert Grad wärmer, was ihn der Venus näher bringt als der Erde. Ja, LHS 475b ist seinem Stern LHS 475 sehr nah. Er braucht nur 2 Tage, um ihn zu umrunden. Ja, sein Stern ist ein roter Zwerg, also doppelt so kalt wie die Sonne. Aber die Daten von James Webb zeigen immer noch sehr hohe Temperaturen an. Derzeit gibt es 2 Hypothesen. Entweder hat LHS 475b keine Atmosphäre oder eine aus 100% Kohlendioxid gegenüber 96,5% in der Atmosphäre der Venus. In der Tat lässt die spektroskopische Analyse vermuten, dass es sich um eine Welt ohne Atmosphäre handelt. Aber eine Atmosphäre aus 100% CO2 würde aufgrund ihrer Kompaktheit auch auf den spektroskopischen Messwerten so aussehen. Um diesen Exoplaneten zu entdecken, wurde James Webb von einem anderen Teleskop, TESS, Transiens Exoplanet Survey Satellite, unterstützt. Dieses 2018 gestartete Teleskop verfügt über 4 Weitwinkelkameras, die den Himmel abtasten, um die Helligkeit von entfernten Sonnen zu messen. Er stellte die Hypothese auf, dass dieser Exoplanet existiert, weil er eine Abnahme der Helligkeit seines Sterns beobachtete, was darauf hindeuten könnte, dass er von einem Planeten umkreist wird. James Webb konnte die Existenz dieses Exoplaneten dann mit der Transitmethode bestätigen, indem er den Vorbeiflug von LHS 475b an seinem Stern beobachtete. Du fragst dich vielleicht, wie dieser Exoplanet James Webb 1 Jahr lang entgehen konnte. Ganz einfach, weil die Beobachtungszeit von James Webb zu kostbar und sein Sichtfeld zu klein ist, um zu lange auf einen einzigen Himmelsausschnitt fixiert zu bleiben, in der Hoffnung, einen Planeten vor seinem Stern vorbeiziehen zu sehen, was als Transit bezeichnet wird. Wenn ein Exoplanet vor einem Stern vorbeizieht, beobachten wir eine Abnahme der Leuchtkraft des Sterns, was bereits ein wichtiger Hinweis auf die Anwesenheit des Planeten ist. Weitere Beobachtungen im Sommer 2023 sollen den Astronomen weitere Antworten liefern. Hat diese kleine felsige Kugel eine Atmosphäre? Woraus besteht diese Atmosphäre, wenn es sie gibt? Könnte er eine extraterrestrische Lebensform beherbergen? Auf jeden Fall ist die Entdeckung von LHS 475b durch James Webb schon jetzt hoffnungsvoll, denn sie zeigt, dass das Teleskop in der Lage ist, weitere erdähnliche Gesteinsplaneten zu finden. Dieses Foto von James Webb, das im November 2022 veröffentlicht wurde, zeigt die Entstehung eines Protosterns L1527 im Sternbild Stier. Das Licht des jungen Sterns, der etwa 100.000 Jahre alt ist, hat die Form einer Sanduhr,
Daher der Spitzname Cosmic Hourglass für dieses Phänomen. Die Sanduhr entsteht durch den Auswurf von Material aus dem sich bildenden Stern. Wenn sich das Material vom Protostern wegbewegt, stößt es mit dem umgebenden Material zusammen und bildet Hohlräume. In der Mitte der kosmischen Sanduhr ist die protoplanetare Scheibe zu sehen, eine Scheibe aus rotierendem Gas oder Akkretionsscheibe, die den Protostern mit Material füttert. Auf dem Bild bildet sie einen horizontalen Balken, der den Stern teilweise verdeckt. Nach Angaben der NASA und der ESA bietet dieses Bild von L1527 einen Einblick, wie unsere Sonne und unser Sonnensystem in ihrer Frühzeit aussahen. Denn L1527 befindet sich im frühesten Stadium der Sternentstehung. Die thermonukleare Fusion hat noch nicht begonnen. Die Astronomen wissen dank ihrer Modelle, was als nächstes passiert, und die Beobachtung von L1527 wird es ihnen ermöglichen, dies zu bestätigen. Der junge Stern wird an Masse gewinnen, sich verdichten und die Temperatur seines Kerns wird ansteigen, bis die Kernfusion einsetzt. Dies ist der Moment, in dem ein Stern geboren wird. Wir haben einen Rundgang durch die wichtigsten Entdeckungen des James-Webb-Teleskops gemacht. Beeindruckend, nicht wahr? Die Astronomen sind mit den Ergebnissen des James Webb mehr als zufrieden. Viele Bilder konnten Hypothesen bestätigen und es bleibt nur noch weiter in die Beobachtung zu gehen, ins Detail, um die Geburt von Galaxien und die Entstehung von Sternen noch besser zu verstehen. Das Programm des James Webb für 2023 ist bereits in vollem Gange. Insbesondere wird sich das Teleskop den Objekten im Kuipergürtel zuwenden. Der Kuipergürtel ist ein ringförmiger Bereich des Sonnensystems, der sich über die Umlaufbahn des Neptun hinaus erstreckt, zwischen 30 und 55 astronomischen Einheiten. Er ähnelt in seiner Form dem Asteroidengürtel, ist jedoch 20 Mal breiter und 20 bis 200 Mal massiver. Er besteht aus Eiskörpern, die von der Entstehung des Sonnensystems übrig geblieben sind, darunter die Zwergplaneten Pluto und Haumea. Das Ziel der Astronomen ist es, die Zusammensetzung der Atmosphäre dieser Objekte zu untersuchen, insbesondere durch die Analyse der Sonnenstrahlen, die dort reflektiert werden. Im Jahr 2023 wird das James-Webb-Teleskop auch das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße, Sagittarius A, sowie den Irisnebel untersuchen. Der Irisnebel oder NGC 7023 befindet sich 1300 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Cepheus. Er ist ein sogenannter Reflexionsnebel, eine Staubwolke, die das Licht eines oder mehrerer Nahsterne reflektiert. Reflexionsnebel sind oft Gebiete, in denen sich Sterne bilden, daher das Interesse der Astronomen an diesem Bereich des Universums. Darüber hinaus haben Wissenschaftler in diesem Nebel seltsame Phänomene entdeckt. Die Bildung riesiger Fullerenmoleküle, Ketten aus 60 Kohlenstoffatomen, was für ein solches Medium sehr komplex ist. Schließlich erhofften sich einige Astronomen von James Webb Antworten auf die berühmte Debatte, die die wissenschaftliche Gemeinschaft zwischen denjenigen, die an die Existenz dunkler Materie glauben, und denjenigen, die im Gegenteil neue Hypothesen aufstellen, spaltet. Dies ist der Fall bei den Befürwortern der Mondtheorie, die glauben, dass die Gesetze der Schwerkraft und der Mechanik geändert werden sollten, um den Ursprung und das Verhalten von Galaxien zu beschreiben. Die Mondtheorie oder Theorie der modifizierten Newtonschen Dynamik ist eine Alternative zum Konzept der dunklen Materie, die in den 1980er Jahren von dem israelischen Physiker Mordechai Milgrom eingeführt und jetzt von Stacy McGuff von der Case Western Reserve University in Cleveland, USA, vertreten wird. Sie könnte erklären, warum die von James Webb entdeckten alten Galaxien so schnell entstanden sind,
was das kosmologische Standardmodell noch nicht erklären kann. Der Nachfolger von James Webb ist bereits bekannt. Sein Name? Roman Space Telescope. Dieses nächste Teleskop wird hauptsächlich der Erforschung der dunklen Materie und der dunklen Energie gewidmet sein und das James Webb bis 2027 ablösen. Doch am 9. Januar 2023 gab die NASA einen ersten Blick auf das künftige große Observatorium frei, das die Nachfolge des römischen Weltraumteleskops antreten könnte. Es ist unter dem vorläufigen Namen Habitable Worlds Observatory bekannt. Dieses große Observatorium wird einen 6 bis 8 Meter hohen Spiegel haben, um im sichtbaren, ultravioletten und infraroten Bereich zu sehen. Es wird in der Lage sein, bewohnbare Exoplaneten und Anzeichen für mögliches außerirdisches Leben auf ihnen zu entdecken. Die erste Mission wird darin bestehen, die 25 erdähnlichsten Exoplaneten im Detail zu untersuchen. Dies ist das Minimum, das notwendig ist, um statistisch zu bestätigen, ob Leben in der Galaxie verbreitet ist. Technisch gesehen muss das Teleskop dieses Observatoriums sehr stabil sein, ohne dass es mit dem James-Webb-Teleskop vergleichbar ist. Wir nähern uns nun dem Ende dieser außergewöhnlichen Reise inmitten der Entdeckungen des leistungsstärksten Teleskops in der Geschichte der Astronomie, dem James Webb. Astronomen, Wissenschaftler und die Öffentlichkeit sind alles andere als enttäuscht von den Bildern und Daten, die James Webb produziert hat. In nur einem Jahr wurden zahlreiche Entdeckungen gemacht. Das Teleskop hat die Erwartungen der Wissenschaftler übertroffen und die Existenz vieler Objekte und Phänomene bestätigt, die bisher nur vermutet wurden. Es hat auch seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt, darunter die Entdeckung von Exoplaneten und die Analyse ihrer Atmosphären, zwei entscheidende Elemente bei der Suche nach außerirdischem Leben, das die Astronomen fasziniert. Vor allem aber könnte James Webb uns endlich echte Antworten auf die Frage nach der Entstehung unseres Universums geben. Ja, denn das Teleskop kann Objekte beobachten, die 100 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden sind, was es den Astronomen ermöglichen würde, noch weiter in die Geschichte des Universums zurückzugehen und vielleicht eines Tages das große Geheimnis der ersten Momente des Kosmos zu ergründen.